Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Squad Builder oder so. Ich würde euch gerne ein Team vorstellen, Barclays Premier League, den ich irgendwie zusammengebaut habe jetzt in der letzten Zeit. Oder den ich schon lange habe und euch nochmal zeigen möchte, warum, wie, wieso ich den unbedingt genommen habe und so. Und ja, im Tor, nach langer Suche und nach langer Testereien habe ich wirklich. Moment, nochmal kurz den Gold. Liga Barclay natürlich, ist ein Barclay Premier League Team. Da habe ich mir Hugo Lloris gekauft. Mit 90 Hechteln, 91 Reflexe und 84 Position und Ballsicherheit auf 85 ist er wirklich einer der OPsten Torwart, den ich kenne. Ja, jetzt kommen wir zu meinem aller Lieblingsspieler. Natürlich ist er kein seltener Spieler, und zwar David Luiz. Der ist einfach so krank in der Verteidigung. Und manchmal, wenn ich wirklich Bock drauf habe, nehme ich den und laufe nach ganz vorne und schieße ein paar Tore mit dem. Ja, linker Mittelfeld habe ich dann mir Ashley Cole geholt, weil er einen guten Pace hat. Er kann sich gut durchsetzen, finde ich. Und hat 80 Pass noch dazu. Das ist wirklich sehr krank, finde ich. Für den linken Verteidiger, da könnte ich eigentlich auch noch Clichy nehmen, finde ich. Clichy war Clichy, nicht Clichy. Clichy oder Evra nehmen, aber ich finde den finde ich besser, da er ein bisschen vom Tempo auch gut ist. Weiß ich nicht, ich habe mir die anderen noch gar nicht angeguckt oder so. So, dann habe ich hier in der rechten Innenverteidigung habe ich mir Vertonghen geholt, den Belgier in Inform. Ich finde, der hat richtig gute Werte und macht eigentlich auch einen guten Job, finde ich. Ja. In der rechten Verteidigung habe ich mir Richards geholt. Er ist wirklich ein Biest in der Verteidigung. Ein Biest ist er. 82 Tempo, 88 Kopf, 82 Verteidigung. Und er holt wirklich, wirklich die Bälle raus, die eigentlich die zwei kaum holen können. Neben dem Torwart natürlich. Also macht er ordentlich gute Verteidigung. So, jetzt kommen wir zu der zentralen Mittelfeld der Dreierkette hier. Da habe ich mir jetzt drei OP-Spieler geholt. Und zwar erstmal den David Silva. David Silva ist wirklich sehr krank in den Pässen, allgemein in den Skills, in dem Schuss. Ich bin sehr zufrieden mit David Silva. Er hat 86 passend, 88 Dribbling. Okay, sein Tempo ist, naja, 79 und, also 79 Schießen, 78 Tempo, okay, geht. Dann, den hau ich mal hier in die Mitte, weil mein Stürmer ist absolut OP. In der linken zentralen Mittelfeld, da ja zwei Chelsea-Spieler sind und da es bisschen, also gut da mit dem Chemie geht, habe ich mir Juan Mata geholt. Am Anfang war ich skeptisch, also am Anfang hat er mir nicht so gefallen. Der hatte zu wenig Possession, also hat sich zu wenig angeboten, ich habe ihn kaum im Spiel gesehen oder so. Aber jetzt macht er wirklich guten Job, finde ich. Skillt auch schön, hat 4 Sterne Skills, glaube ich. Kann ich das irgendwie gucken? Info, richtig, genau. Hier. Absolvierte 55 Tore, 16 Tore hat er für mich gemacht. Er ist Linksfuß. Da muss ich mal gucken. Ja. Und die Größe 1,70. Die Skills. Sterne kann ich aber leider nicht gucken. Okay. So, dann habe ich in der rechten zentralen Mittelfeld habe ich mir den Schlüsselspieler in meinem Team, der wirklich, wenn es wirklich vorbei ist, kommt und direkt einen schönen Tor macht für mich, und zwar Samuel Nasri. Der ist wirklich sehr gut, obwohl ich mir jetzt gerade überlege, ob ich nicht die zwei tausche, aber nee. So, jetzt kommt natürlich mein Sturm. Der hat wirklich Pace drauf. Rechte Flanke. Das hat natürlich, wer kann es sein? Der Ober-Pacer Walcott. Ich habe mir Benafa auch angeguckt, aber irgendwie, ich weiß nicht. Der hat mir nicht gefallen. Der gefällt mir nicht. Obwohl er 5 Sterne Skills hat, gefällt der mir nicht. Ich mag es eher, wenn er in der rechten Flanke ein bisschen schneller ist, da ich ja schnell die linken Verteidiger, wenn ich von oben, die linken Verteidiger schnell
überholen kann. Also linke, ja. Linke Verteidiger schnell überholen kann. Das gefällt mir sehr gut. Da habe ich mir dann Walcott geholt. Und zwar 96 Tempo, das ist der, ich glaube, der schnellste Spieler in dem Spiel. In der linken Flanke, passend zum Team von Juan Mata, habe ich mir natürlich, jetzt muss es laden, 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 laden. Und zwar den Belgier Hazard geholt. Er ist wirklich so OP, er kann sich durchsetzen, er setzt sich immer durch, egal welche Brocken es da vorne sind. Er ist wirklich sehr klein, er hat wie viel Kopfball? 62 Kopfball. 62, also ist relativ klein, 1,72. Und jetzt stellen wir mal vor, jetzt in der Barclay Premier League, andere Team von ihm, gibt's auch so einen Typen, der David Luiz hat, mit 1,89 kommt er so an. Riesenbrocken, holt er schon gerne den Ball heraus. Also macht er schon einen guten Job. Und seine Longshots, obwohl er wirklich nur. Wie viel hat er im Moment? Kurz einen Moment. 78 Schuss hat. 78 Schuss hat er. Er macht die Longshots richtig, richtig perfekt. So, und einer meiner Lieblingsstürmer. Mein Lieblingsstürmer ist natürlich Sergio Kun Aguero. Boom. Er hat Pace, er hat Bombenschuss drauf. Er hat so einen Schuss drauf, das ist echt übel. Und ja, die da vorne, das ist ein richtig geiles Team davor. Also die drei, die sind wirklich unzertrennlich da. Ich würde auch keinen davon austauschen. Vielleicht doch. Ne, das ist eigentlich richtig gut. Ich habe mir sogar überlegt, mal den Inform David Luiz zu holen. Naja, das war mein Team. Mein Barclays Premier League Team finde ich richtig beastly, glaube ich. Also mit Nasri, mit Hazard, David Luiz und natürlich mein Inform Vertonghen. Ist richtig krass. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mein allererster Squad Builder. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß bei FIFA 13 zocken, FIFA 13 Ultimate Team und ja, ihr könnt mich gerne adden. Ich schreibe dann unten in der Beschreibung noch meinen Namen oder so drauf. Das ist natürlich PS3. Und ja, danke fürs Zusehen und bis später. Peace.